betont, aber es gibt keine Wege aus der Krise wirklich. Es gibt keine Einigung in dieser Regierung. Bitte tun Sie etwas. Dann versuchen Sie so weit Einfluss zu nehmen. Aber wiederholen Sie nicht immer quasi plakativ, was gemacht werden müsste. Wenn ich jetzt wie Sie ins Mikrofon schreie, wird dadurch die Lage in unserem Land auch nicht besser. Deswegen. Sie sind mir zu stoisch ruhig. Entschuldigung bitte. Die Lage ist ernst und wir reden über die Theorie des Seins. Hey Leute, also passt mal auf. Das Interview mit Michael Kruse, dem energiepolitischen Sprecher der FDP, das war wieder mal ein richtiger Knaller. Ich sag's euch, wenn ihr dachtet, ihr habt schon alle hohlen Phrasen gehört, dann haltet euch fest. Kruse redet und redet und redet und irgendwie sagt er nix. Absolut gar nix. Wieder nur diese abgedroschenen Standardphrasen, die man mittlerweile auswendig kennt. Deutschland brauche Reform, alles sei bedrohlich und natürlich müsse die FDP dringend handeln. Aber wieso passiert dann nichts? Und das Beste, dem Moderator platzt irgendwann komplett der Kragen. Der Typ konnte diesen leeren Worthülsen einfach nicht mehr ertragen und wollte endlich mal Antworten hören. Aber was macht Kruse? Er geht natürlich nicht auf die Fragen ein. Warum auch? Stattdessen faselt er irgendwas von einem wirtschaftlichen Wunder, das unbedingt wiederbelebt werden muss, aber liefert keine einzige konkrete Lösung. Wenn man ihm zuhört, klingt es, als ob die FDP bloß Ideen hat, aber keine Macht und keine Verantwortung. Aber hallo, Sie sind doch in der Regierung. Schauen wir uns das mal an. Auf geht's! Irgendwie, liebe Zuschauer und Zuschauer, kann und mag man das alles nicht mehr hören und ertragen. Zugeschaltet ist Michael Kruse, der energiepolitische Sprecher der FDP. Willkommen und guten Morgen bei Welt, Herr Kruse. Der Kanzler fordert Kompromissfähigkeit, verweist auf den Koalitionsvertrag. Der Wirtschaftsminister warnt vor einem Scheitern, winkt mit einem milliardenschweren Scheck aus nicht genutzten Mitteln. Wie weit ist denn die SPD zu Kompromissen überhaupt noch bereit? Guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung. Ich glaube, die Frage, zu welchen Kompromissen die anderen Parteien in der Koalition bereit sind, sollten Sie den anderen Koalitionären stellen. Für mich sehr entscheidend, es ist in dieser Woche etwas gelungen. Das ganze Land debattiert darüber, wie wir wirtschaftliche Reformen in Gang kriegen. Deutschland hat bisher einen riesen Track-Record mit einem Wirtschaftswunder hingelegt. Dafür ist Deutschland weltweit bekannt geworden. Aktuell sind wir eher für unsere Wirtschaftswunde bekannt. Und unser Ziel als Freie Demokraten ist es, dass es deswegen dringend notwendige wirtschaftliche Reformen gibt. Darüber muss die Regierung jetzt intensiv beraten, denn genau das ist das, was das Land jetzt braucht. Und deswegen haben wir diese Debatte angestoßen. Ja, diese Debatte, die ist ja auch schon ein bisschen älter. Also wir reden ja nicht erst seit gestern über das, was Deutschland eigentlich notwendigerweise bräuchte, um die Industrie wieder nach vorn zu bringen. Nur so, wie sie klingen, das Positionspapier der SPD, die Reaktion von den Grünen, von den Sozialdemokraten, da ist doch die Regierung am Ende. Die haben gesagt, nee, wir haben im Koalitionsvertrag was anderes vereinbart. Das ist wieder den Koalitionsvertrag, das ist mit uns nicht zu machen. Damit erübrigt sich doch vom Prinzip Ihre Hoffnung, dass da möglicherweise noch Kompromissfähigkeit bei Grünen und SPD überhaupt möglich ist? Sie haben gerade die schwierige Lage in der Industrie angesprochen und ich möchte das sogar noch erweitern. Die Lage ist nicht nur in der Industrie in Deutschland sehr herausfordernd, sondern sie ist auch im deutschen Mittelstand äußerst bedrohlich. Die Investitionen von Unternehmen bleiben aus. Wir sehen vielfach Arbeitsplatzabbau sogar. Wir haben es gerade im Beitrag auch gesehen. Die Automobilindustrie in Deutschland, sie ist angeschlagen. Und deswegen ist es jetzt dringend notwendig, dass wir nicht mehr von Tag zu Tag darüber reden, ob nun diese Milliarden dafür oder dafür verwendet werden. Das ist im Falle der Intel-Milliarden sowieso klar, denn die stehen ja gar nicht zur Verfügung. Natürlich werden die zur Haushaltskonsolidierung genutzt. Es ist jetzt entscheidend, dass wir strukturelle Veränderungen bei den zu hohen Steuern, den zu hohen Sozialabgaben, den zu hohen Energiekosten und der Bürokratie in diesem Land
erreichen. Das ist der Weg, den die deutsche Regierung einschlagen so, muss. Herr Kruse, Herr Kruse, wenn das aber morgen nicht klappt, dass Sie auch Beiträge liefern. Ja, wir führen seit Wochen Gespräche immer über das Gleiche. Wir sind zu teuer, wir sind zu bürokratisch. Ich von keiner Partei. Mag man das noch hören? Wissen wir alles? Kennen wir alles? Was passiert morgen nach dem Koalitionsausschuss, wenn Sie nicht in der Lage sind, mit Ihren Zielen durchzudringen, wenn die Grünen sagen, nee, mit uns nicht, und die SPD sagt, nee, wir bleiben, ihr könnt überall sparen, aber nicht bei unseren Sozialausgaben? Es ist unsere Aufgabe, das Land zu regieren und unsere Aufgabe als FDP, die richtigen Vorschläge zu machen. Das ganze Land. Okay, das heißt, die Regierungskoalition in der Konstellation, wie sie momentan besteht, wenn es kein Einlenken der SPD und der Grünen gibt, bleibt also bestehen, auch nach dem morgigen Tag? Oder hat die FDP irgendwann die Kraft zu sagen, so Freunde, es reicht, ist gut, wurschtelt weiter, nicht mehr mit uns. Besser gar nicht regieren als schlecht regieren. Es ist dringend erforderlich, dass dieses Land auf den richtigen Weg kommt. Wir machen dazu Vorschläge, die Koalitionspartner. Herr Kruse, bitte! Sie sind wie Herr Wiese von der SPD. Anfang letzter Woche. Der hat immer wieder dasselbe betont. Aber es gibt keine Wege aus der Krise wirklich. Es gibt keine Einigung in dieser Regierung. Bitte tun Sie etwas. Dann versuchen Sie so weit Einfluss zu nehmen. Aber wiederholen Sie nicht immer quasi plakativ, was gemacht werden müsste. Wenn ich jetzt wie Sie ins Mikrofon schreie, wird dadurch die Lage in unserem Land auch nicht besser. Deswegen. Sie sind mir zu stoisch ruhig. Entschuldigung bitte. Die Lage ist ernst und wir reden über die Theorie des Seins. Energiekosten, ja, Demokratieabbau, das ist das, was das Land braucht. Und wir setzen uns dafür ein, dass genau das kommt. Wenn unsere Koalitionspartner dazu bereit sind, dann wäre es sehr gut. Ich habe den Eindruck, Sie haben einen Erkenntnisprozess in den letzten Tagen schon absolviert. Okay, wenn Sie nicht dazu bereit sind, steht die Regierung noch am Ende der Woche. Unsere Koalitionspartner dazu, wie wir strukturelle Reformen in diesem Land hinbekommen. Diese Gespräche sind so undankbar, Herr Kruse. Sie glauben das gar nicht. Nochmal die Frage, wenn es nicht zu einer Einsicht bei den Koalitionspartnern kommt, dann steht die Regierung noch am Ende der Woche oder nicht? Das müssen Sie Leute fragen, die sich mit Wetten auseinandersetzen. Wir setzen uns mit dem Regieren dieses Landes auseinander. Dafür haben wir inhaltliche Vorschläge gemacht. Diese inhaltlichen Vorschläge sollten von der Regierung jetzt aufgegriffen werden. Je mehr davon aufgegriffen werden, desto besser. Deswegen bleiben wir genau an diesem Thema dran, weil die Deutschen erwarten, dass die Wirtschaftswunde geschlossen wird. Und was haben wir gelernt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Wieder einmal nichts. Danke, Herr Kruse, für das Gespräch. Danke. Die Kreuze klar für